Cheerio, meine lieben Mitfarmer, willkommen zurück zu Harvest Moon. Ja, wie ihr hört, haben wir Regen. Wir haben heute richtig wieder Glück. So, bitteschön. Bin halt gut drauf. Ich war, heute ist wieder Samstagmorgen. Das ist ja so typisch so, dass ich dann da echt früh einkaufen gehe. Weil das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn ihr in der Woche gearbeitet habt und ihr müsstet halt immer früh aufstehen, dass ihr dann auch am Wochenende, am Samstag, dann von alleine früh aufwacht. Also bei mir ist das so, dass ich... bei mir ist das wirklich so, dass ich morgens, Samstagmorgens, mindestens so 6.30 Uhr oder 6 Uhr aufstehe, weil ich aufwache von automatisch. Und dann... Menschen... Was für sie jetzt? Jo, hab ich. Ach. Das ist so bescheuert. Ich gebe... Das ist schon wieder dieses... Ich gebe ihr das und kaufe bei ihr dann gleich wieder Neues. Jedenfalls, was ich sagen wollte, stehe ich halt so um 6 Uhr, 6.30 Uhr auf und denke mir dann so, was machst du jetzt? Dann schwinge ich mich schon auf, gehe duschen, mache mich fertig und dann gehe ich tatsächlich schon einkaufen. Es kommt sogar mal vor, dass ich schon um 10 vor 7 vorm Penny stehe oder so und da gleich reingehen kann, was sie gerade aufmachen. Ich meine, manche werden jetzt sagen, bist du bescheuert? Aber ihr müsst, also ihr würdet euch wundern, wie viele bereits morgens auch so denken wie ich. Also ich bin da nie der Einzige. Also wir haben dann irgendwie schon so, keine Ahnung, fünf, sechs Leute noch. Ja, die müssen Peter Pop mal wieder. Ach, der sieht so hässlich aus, diese Würste dann. Und meine Öler müssen wir auch mal wieder abscheren, wie ich das sehe. So. Bitteschön. 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 So. Jedenfalls, es ist entspannt. Der Laden ist leer, die Ware ist gerade frisch reingepackt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr zum Beispiel mittags oder abends jetzt einkaufen geht, wie viel da an der Ware dann fehlt. Zum Beispiel hatte ich das im Penny mal gehabt, Penny sage ich schon, Lidl, da bin ich spät abends mal einkaufen gegangen. Und alleine, dann wollte ich ja auch, ich brauche noch Bananen, dann wollte ich Bananen kaufen. Die da übrig waren, waren so eklig und hässlich. Boah, dann haben wir gesagt so, nee, du gehst nie wieder nachmittags oder abends einkaufen. Ich meine, die das nicht anders schaffen, weil sie jetzt irgendwie, halt arbeiten müssen, muss ich ja auch. Also im Grunde muss ich ja auch von morgens bis frühen Abend arbeiten. Also bei mir ist das so zum Beispiel jetzt diese Woche gewesen, so von 9 bis, 17 Uhr. Natürlich könnte man dann sagen, so morgens, ja, dann gehst du morgens halt einkaufen. Mache ich nicht. Weiß nicht. Ist für mich so, ne. Wenn man dann doch noch ein bisschen gerne im Bett liegen bleibt, wenn man den Tag davor ja schon anstrengende Arbeit gemacht hat, etc. Das ist ja am Wochenende anders, wenn man halt nichts tut. So. Also das ist bei mir zumindest so. Wenn ich ja nichts tue am Wochenende so wirklich, dann bin ich auch nicht so fertig, dass ich morgens sage, oh, ich muss jetzt liegen bleiben. Außerdem hilft mir dieser Gedanke so, ey, du hast jetzt hier, Wochenende, das heißt, du gehst jetzt einkaufen, kannst danach zu Hause easy chillen. So. Geht ja nicht, wenn man arbeiten muss, ne? Hatte ich nicht mal. Ich hatte Blümchen natürlich für Winter. Stimmt, wir haben ja bald Winter. Winter's coming. Liebe Grüße an Game of Thrones. Jedenfalls. Also, es bringt einfach unglaublich viel. Ja, in der Woche, also ich kann das easy sagen, ich wohne ja alleine, also ich muss mir auch um, es hört sich mal so mies an, aber ich muss mir um sonst niemanden Gedanken machen, keine Sorgen machen. Und, muss ich sauber machen? Nein. So, seid ihr aber fertig mit Essen? Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls, ich wohne alleine, muss mich auch nicht um jemanden kümmern oder sonstiges. Daher kann ich einkaufen, einmal die Woche einkaufen. Und das ist für mich halt der Samstagmorgen, so. Das Beste ist dann auch, wenn meine beste Freundin oder so hier ist, dann kann ich sie immer, ja, dann nehmen wir mal ihr Auto und können dann gut einkaufen, weil sonst muss ich alles zu Fuß schleppen. Was sich hoffentlich nächstes Jahr ändert, weil ich will nächstes Jahr unbedingt mir selbst einen fahrbaren Untersatz anschaffen. Hier, ein Enemy Feed. Das ist zwar das, was du selbst verkäufst, aber...
besser. Ich nehme Medizin, falls die Tiere mal krank werden. So. Dankeschön. So. Ja. Wir können nicht viel machen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen ganz spontan in die Mine. Weil wir müssen unbedingt endlich mal tiefer kommen. Wegen den Gerätschaften dort. Also wegen den Ärzten. So. Ja. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, einfach tiefer zu gehen. So. Alles andere ist jetzt egal. Jedenfalls. Ich verliere immer wieder den Faden, was ich erzählen wollte. Ja, auf jeden Fall will ich nächstes Jahr selbst mir meinen eigenen Untersatz besorgen. Weil alleine fürs Einkaufen ist das schon mehr als Gold wert. Dazu kommt, dass ja meine Familie ist gut. Beziehungsweise meine Mutter noch in Bremen wohnt. Und ich ist einfach unglaublich nervig, dann für entweder mit einem Flixbus zu fahren. Sorry, wenn ich das sage, früher war ich vom Flixbus einigermaßen begeistert. Aber nachdem ich mehrmals hintereinander katastrophale Sachen hatte, was jetzt so Dings angeht, nicht nur Verspätung, sondern auch, ja, ich weiß nicht, ob ich euch mal die Geschichte erzählt habe, wie ich nach Berlin gefahren bin mit dem Flixbus, also von Bremen nach Berlin, und wie wir da fast 5,5 Stunden mit einer offenen Tür gefahren sind. Die Sache war gewesen, dass bei dem Flixbus die Tür vorne nicht geschlossen hat. So. Ja. Man könnte jetzt einen Ersatzbus besorgen. Nein, konnte man nicht, weil, keine Ahnung, Flixbus zu arm, Flixbus nicht genug Busse in Bremen, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ja, hat sich der Beifahrer, die haben ja so Wechselfahrer dabei, ne? Wenn sie da so auch so Nachtfahrten etc. machen. Jedenfalls hat sich dann der Beifahrer dazu entschlossen, sich so ein Kabel zu holen. Ich weiß nicht, woher er es hatte, ob es jetzt da vorne im Vordersitz mit hatte oder nicht. Und die Tür mal eben damit festzuhalten, die ganze Fahrt über. Und das Beste war noch, ich saß da genau vorne. Es war nur ganz vorne im Platz frei und den habe ich natürlich genommen. Wunderbar. Ja. Großartig. Dann hatte ich immer. Ich habe immer die Sekunden, also ich habe immer darauf gewartet, dass der Beifahrer da irgendwie aus dem Bus gezogen wird. Was ich nicht gehofft habe, weil das ist ja grausam gewesen, aber ihr wisst schon bestimmt, was ich meine, ne? Und letztes Mal, als ich den Flixbus genommen habe, da bin ich jetzt hier, das war zur Einschulung meines Patenkindes. Habe ich gesagt, ich fahre abends nach Bremen, übernachte dann da bei meiner Mutter und dann gehen wir morgens halt zur Einschulung. Jedenfalls war das dann der Fall gewesen, dass, ja, hat eine Arbeitssache hinter mir, war so schon erledigt gewesen. Was war? Der Flixbus hatte 180 Minuten Verspätung. Ich dachte nur so, oh Gott. Zum Glück waren am Bussteig nette Leute. Also so, es waren so ganz nette Leute waren da, mit denen man ein bisschen quatschen konnte und sich gemeinsam beschweren konnte. Ich meine, ja klar, Flixbus ist günstiger als die Deutsche Bahn. Das kann man so nicht anders sagen. Und ja, die Deutsche Bahn hat auch permanent Verspätung. Will ich auch nicht dementieren oder so. Aber ich finde es wesentlich angenehmer, mich morgens so um 9 Uhr in Deutsche Bahn zu setzen mit einem Niedersachsen-Ticket und dann halt nach Bremen zu fahren. Mal abgesehen davon, dass du in der Deutschen Bahn meistens einen Platz dann noch für dich alleine kriegst, weißt du? Weil ich bin jemand, der sitzt eigentlich sehr gerne alleine in so Bahn und Bus. Und im Flixbus ist das echt selten, dass du so eine Sitzfläche für dich alleine hast. Ah, ja, keine Ahnung. So. Wie wir gesehen haben, wir wieder ein ziemliches Glück, was die Dings hier angeht. Wir haben ja ein paar Mushrooms dabei. Wie ich ja gesagt habe, ich ignoriere jetzt die Ärzte, weil. Die Ärzte, weil ich will ja versuchen jetzt auf 56 zu kommen. Stufe 56. Ja, das reicht. Also das war ja Glück. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall schon mal so. Ach. Weil die Sache war, ich habe auch schon mal geplant gehabt, so zum Beispiel den lieben Peter Pop mal daheim zu besuchen. Soweit ich weiß, wohnt der Gute in Dortmund.
Wir hatten uns mal darüber unterhalten gehabt, so, hey, lass ich mal zu ihm fahren und seiner besseren Hälfte. Weißt du, wenn man sich auch mal persönlich kennenlernt, weil er und ich kennen uns wirklich gesagt nur über, ja, halt hier rüber oder über Discord. Und wie lange kennen wir uns jetzt, glaube ich? Ich glaube, das geht jetzt schon auf anderthalb Jahre zu oder so. Jedenfalls war das mal eine Idee. Ich meine, könnten wir auch so spontan bei ihm da irgendwas machen, streamen oder was aufnehmen oder so. Aber hey. Ich sag mal so, wenn von einer Person nicht die Einladung kommt, dann spreche ich sowas gar nicht an. Also wir haben mal halt darüber gesprochen gehabt und so, aber bisher kam nicht sowas, hey, hast du nicht mal Bock, so. Bob. Ich lade mich nicht woanders selbst ein, wisst ihr, was ich meine? Treppe. Leiter meine ich, entschuldige. Oh Gott. 56. Wunderbar. Ich glaube, ab Level 61 wird es unmöglich, was abzubauen, weil da ein Dings kommt. Ärzte kommen, die wir mit dem nächsten Hammer erst aufschlagen können. So. Naja, ich bin heute ziemlich mitteilungsbedürftig, habe ich gerade gemerkt, ey. Zum Beispiel gab es gestern das Riesen-Update von Mist Survival. Ich muss mal gucken, ob ich es nochmal wieder Let's Play. Schau ich mal, weil ich es derweil Zeit lieber privat erstmal spiele. Und zwar gab es da das große Minen-Update. Also die haben bereits Erze und so eingebaut. Dass man Erze abbauen kann und daraus dann Sachen bauen kann. Was ich leider auch noch ziemlich übertrieben finde. Für den Erzanteil. Zum Beispiel farme ich jetzt schon Ewigkeit, um mir einen Sledgehammer zu bauen. Also einen Riesenhammer. Und klar, das soll ein besonderes Werkzeug sein, ohne Frage. Aber da brauchst du Materialien, wo du denkst, ey, und dann gehst du in den Minenabschnitt und denkst dir, oh, warum liegt das Erz denn nicht hier? Das ist immer so ein purer Zufall, was für Erze da liegen. Jedenfalls gab es dann gestern das große Minen-Update. Heißt, jetzt haben sie die Mine eröffnet dort. Also vorher gab es nur so einen kleinen Teil der Mine, wo man rein konnte, Erz abbauen konnte. Jetzt gibt es halt den großen Teil. Und das Problem ist, dass du natürlich nicht sehr weit kommst in dieser Mine, weil die Ersteller da meinen, sie mussten da einen Boss reinbauen. Ja. Das ist irgendwie so ein Berserker wie. Das Problem sehe ich nur bei diesen ganzen Sachen. Heilen etc. Weil die Sache ist, der Boss hat eine Mechanik, dass wenn er schwächelt, also es gibt da so eine Leiste bei ihm, und wenn du sie runterbringst, kniet er nieder, weil er einfach erschöpft ist, so. Problem ist nur, dass in der Zeit dann irgendwie ein bis zwei Infizierte kommen, so, die dich angreifen. Und um dich zu heilen, bzw. deine Blutung zu stoppen, also dass dein Leben runtergeht, musst du dich ja verbinden. Problem ist nur, dass das Verbinden einige Zeit braucht. Problem ist nur, dass die Zeit weiterläuft, wenn du die verbindest. Heißt, wenn du dich nicht richtig platzierst und wenn du da Pech hast, die Infizierten hauen dann auf dich die ganze Zeit drauf ein, bist du schneller tot, als du gucken kannst. Und dazu kommt, du brauchst massig an Munition. Du brauchst massig an Munition. Oder halt Granaten. Und hier kommt der Trick und das Nervige. Die Granaten kann man nur basteln, wenn man so ein Item hast, das heißt Military Crate. Also ich glaube, das ist Crate. Normalerweise ist das ja irgendwie eine Box oder so. Jedenfalls, wenn du die hast. Problem ist da nur, bisher kenne ich nur einen Ort, wo es die gibt. Und zwar beim Boss, also dem Berserker selbst. Ja, ganz großes Kino. Weil selbst der Hersteller, also der Entwickler des Spiels, hat geraten, man soll Granaten dafür benutzen. Ja, weil du willst Granaten benutzen, wenn du sie nicht bauen kannst. Also Berserker habe ich mich jetzt selbst noch nicht versucht. Also ich habe das bei einem anderen YouTuber geguckt, wie er sich an den Berserker versucht hat. Hat da auch einen kleinen, ich weiß nicht, was Bug nennen sollte. Hat auf jeden Fall einen kleinen Trick angewendet, indem er da irgendwie unter so ein kleines Holzding gegangen ist, wo der Berserker nicht runterkommt, weil der ja entsprechend groß und bullig ist. Und wo er nicht von dem Steinfall betroffen wird, den der Berserker ab und zu mal macht. Jedenfalls, stand er da und dann hat er irgendwann auch keine Munition mehr gehabt, nur noch irgendwelche Pfeile, so alte Holzpfeile. Und hat dann irgendwie nach, keine Ahnung, gefühlten 100 Pfeilen den Berserker auch besiegt gehabt. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Freund von diesen riesen Viechern in. Also die riesen Boss-Viechern in Survival-Games. Kann man sehen, wie man will. Besonders jetzt in so einem Spiel wie Myst Survival. Ich bin ganz offen, ehrlich,
Es hat für mich keinen Sinn gemacht, dass es einen Berserker gibt. Weil, Punkto ist, der Nebel infiziert die Leute. Das heißt, die werden ja zu diesen komischen Infizierten und rennen da rum. Ist in Ordnung. Aber wie kam dieser Berserker zustande? Und das habe ich dem Entwickler auch schon auf sein YouTube-Video geschrieben, dass da Story nachgeliefert werden muss. Weil, auch wenn man in dieses Militärcamp geht, ich glaube, ich spoiler gerade massiv, aber das ist mir jetzt gerade egal. Auch wenn du in dieses Militärcamp gehst, in das Survival, hast du die Sache, dass da in einer Lagerhalle, ich glaube, drei so komische Geschwüre sind. Kann man das Geschwüre nennen? Jedenfalls, auf jeden Fall schon 6 Uhr. Alter, ich habe gerade auf die Uhrzeit geachtet. Nein. Weißt du, was nämlich das Erz jetzt noch mit und gehen nach oben. Weil die Sache ist, ich muss die Tiere ja gleich noch abernten. Ja, jedenfalls. Jedenfalls ist die Sache, dass man weiß nicht, wie dieser Berserker entstanden ist. Und diese komischen drei Geschwürteile da in der. Halt in der Dings da. In der Halle, Lagerhalle des Militärcamps. Was ist das? Ist der Nebel entstanden dadurch, dass das Militär wieder mal ein bescheidenes Experiment gemacht hat? Ne? Fragen über Fragen. Ist die Göttin noch da? Dann können wir ihr nur irgendwas schenken. Bam, 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 bam. So, hallo. Nope, sie ist nicht mehr da. Die beiden stehen hier nur noch. Bap, 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 bap. So. Ne, die ist schon weg. Ja, ist halt vieles, was einen beschäftigt, so derzeit. Besonders was Gaming angeht, wenn man so Spiele hat, die man gerne spielt. Und ja, bei Miss Survivor habe ich jetzt angefangen, mir da die Mauern zu bauen, die auch so übertrieben teuer sind. Wo ich mir denke, wow. Da ist die Frage aber, ob das extra so gemacht ist, damit man die NPCs einbezieht. Also man kann ja so NPCs retten in Miss Survivor, die einem dann ja unterstützen und helfen sollen in der Basis. Also was sie schon mal nicht machen, das habe ich zumindest schon mal rausgefunden, ist, dass sie nicht... Jetzt seid ihr dreckig oder was? Dass sie nicht... Banditen angreifen. Was mega geil ist. Du hast du deine Basis, weißt du, wird angegriffen, auch von Banditen. Und deine NPC... Und... Hab mir jetzt da auch angefangen bei der... Ach Mist, ich habe die Erdbeeren heute gar nicht verkauft, weil es ist Freitag. Käse. Hab dann auch so gedacht, von wegen... Bau mir dann so einen Zaun vor der Tür, dass sie nicht dahin kommen. Jetzt ist die Sache, ich habe bei manchen Let's Playern gesehen, dass die Banditen direkt an der Haustür gespawnt sind. Dass das Ganze nicht besser macht. So, dann gehen wir jetzt mal schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, habe ich gesagt. Ja. So, letzter Tag im Herbst. Wuhu. Das Geile ist aber, ich habe in meinem Haus, ich habe dieses große weiße Haus genommen für mich selber. Oh, Sequenz. Huch. Guten Morgen. Heute ist das Herbstfestival. Nun. Heute feiern wir oder bedanken uns für den Segen des Landes und geben Essensgeschenke an unsere Liebsten. Also, wem wirst du ein Geschenk geben? Gute Frage. Wem gebe ich ein Geschenk? Soleil, schubst mich nicht. Ich soll mal irgendwas mit der Wolle machen, ich weiß aber nicht was. Sehr schön. Ja, du kriegst ja dein Essen. Ja. Jedenfalls habe ich mir in meinem Haus da, ich habe das weiße Haus da genommen und habe mir da so richtig schön Zäune rangebaut. So. Bei Gem Chatter, bei der Rose nochmal. Ja. Jedenfalls. Oh Gott, hier ist auch wieder was. Ah, ich sag ja schon nichts mehr.
Jedenfalls habe ich dann mir da so ein, habe ich dann ein Fenster kaputt sein lassen. Also die machen ja die, die infiziert man ja deine Fenster kaputt, wenn sie merken, du bist da drinne. Jedenfalls habe ich dann das Fenster kaputt gelassen und habe einfach da so einen Zaunkäfig vorgebaut. Heißt, jedes Mal, wenn die Infizierten durch das Fenster springen, landen sie in diesem Käfig. Und da sie die Zäune nicht kaputt machen können, kann ich dann seelenruhig da stehen, hol meinen Pfeil raus und zack. Free Loot. Ich wünschte nur, die würden öfters und viel mehr Schießpulver fallen lassen. Weil man das braucht für Patronen, um sie selbst herzustellen. Und ja. Weil es gibt immer noch eine Sache, die mich echt, die ich echt eigentlich negativ in diesem Spiel sehe. Und zwar das Wiederkehren der Banditen. Es sollte, also, ihr müsst das so sehen, wenn ihr jetzt ein Banditencamp ausräuchert, also ihr besiegt die Banditen dort, die ja eigentlich voll und unfair einen Vorteil haben, weil die komplett geschützt sind mit Westen und am meisten auch schon Waffen mit unendlichen Munition haben. Ihr besiegt sie so, denkt euch so, ja, yeah, ich hab sie besiegt, fertig, jetzt habe ich meine Ruhe. Nö, irgendwann spawnen die dann nämlich wieder. Das ist nervig. Man sollte echt, da wo, was ich dachte, so, man sollte da echt sowas einbauen wie Area Clear. Das heißt, zack, du hast die Banditen besiegt, die kommen jetzt nicht mehr wieder, weil du sie alle getötet hast. Dass die Infizierten immer wieder auftauchen in den Häusern, das ist noch einigermaßen nachzuempfinden, weil, ganz einfach, das, die, es gibt ja halt nun mal Millionen, Milliarden Menschen auf der Welt und das kann ja sein, dass da Infizierte hingewandert sind. Das ist ja verständlich. Aber es gibt nicht immer wieder spontan neue Banditen. Die müssen ja geboren werden und erstmal aufwachsen. Das schafft man, glaube ich, kaum in einer Woche oder in zwei Tagen. Ja. Wir müssen aber mal schauen, was der liebe Rehe jetzt daraus macht. Es gab da eine Kritik von einem, der hat geschrieben, jetzt mehr Boom Boom oder mehr Survival. So. Weil er dachte so, das geht ja immer mehr in die Richtung so Knallen, Peng Peng und so. Kann ich verstehen, den Vergleich. Weil man hat manchmal echt das Gefühl, das ist wirklich dieses Schießen, Bam Bam. Jedenfalls hat sich dann der Entwickler da auch drauf gemeldet, hat dann halt so einen tollen Smiley gemacht, hat so, ich verstehe nicht, was du meinst. Jeder kann auch so spielen, wie du willst. Ah, das ist das Ding. Das Problem ist nur, dass du beim Berserker auch ein neues Rezept kriegst. Ist auch verständlich, Belohnung. Aber wenn du nur Survival tust, ohne diesen Boss zu machen, wird dir dieses Rezept ewig fehlen. So. Und wenn das jetzt zum Beispiel ein Rezept ist für, sagen wir mal, die unglaublich tolle ultimative Waffe. So, Waffe nicht, sondern Falle. Dann denkst du dir so, ja toll, die hätte ich auch gebraucht, weil Banditen. Ich weiß ja nicht, was das für eine Blaupause ist, weil, wie gesagt, ich habe den Berserker nicht platt gemacht. Aber es ist halt so, Das hat mich auch irgendwann mal an The Forest gestört, dass The Forest weniger mehr Survival war, sondern du permanent kämpfen musstest, weil immer wieder, an jeder gefühlten Ecke hast du da irgendwo einen Dings gehabt, einen Einwohner oder so, denkst du so, oh ey, ernsthaft. Also, ja. Das ist halt schade, wisst ihr? Hoffen wir einfach, also ich bin immer noch der Hoffnung, dass das bei Mist Survival nicht so ausarten wird, dass das ein Bum-Bum-Peng-Peng-Spiel wird. So. Außerdem finde ich, muss da in dem Spiel mehr getan werden, als sich jetzt auf irgendwelche Bosse zu fokussieren. Weil, wenn man allein die Landschaft anguckt, ja, so manche Häuser sind echt noch sehr bescheiden designt. Dann, vielleicht auch neue Ortschaften dahin bauen oder so weiter. Neue Orte. Was ich zum Beispiel zum Guten halte ihm, ist, dass die Mine nicht von Infizierten besetzt ist. Also du kannst, also jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, kannst du da rumlaufen, ohne von Infizierten angegriffen zu werden. Was ich gut finde. Weil alleine wenn du schon denkst, du musst da zu einem Berserker hin und brauchst alle Munition, die du hast, und dann hast du da plötzlich, keine Ahnung, 10, 20 Infizierte, die du vorher wegknallen musst. Versteht ihr, was ich meine? So.
Hier wir Tiere abernten. Dann müssen wir noch was zu essen kochen, um das unserer liebsten Person zu geben. Wen geben wir das denn? Dankeschön. Das ist auch eine Pflanze verkommen. Ich frag schon gar nicht mehr, warum. Also Mist Survivor ist wirklich ein schönes Spiel, ohne Frage. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist einfach, dass es nicht wirklich wieder zu so einem Spiel mit Töten verkommt. Weil der Punkt ist, viele vermissen, also lassen diesen Part, verfehlen diesen Part, was zum Beispiel The Walking Dead ausmachte. Bei Walking Dead war es ja nicht nur, also wenn man jetzt mal in die Serie sieht, also jetzt ist es anders, aber früher bei Walking Dead war es ja nicht so gewesen, dass du nur irgendwas töten musstest, bang, 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 und dann denkst du auch wirklich richtig viel ums Survival, so. Hi. Ich würde erstmal Dings verkaufen. Alter, ich hab noch so viel, ja klar, haben wir ja gerade gedingst. So. Jedenfalls ging es auch viel um so Survival, etc., etc. Und, ja, das manche, ich glaube, manche wollen einfach, ja. Manche lassen sich dann von diesem Druck unterkriegen, dass sie unbedingt jetzt das ultimative Survival-Game bauen müssen. Sprich, da muss ganz viel Boss drin sein und die Leute brauchen immer wieder neue Herausforderungen. Nein! Die Leute, es gibt Leute auch wie mich zum Beispiel, die wollen einfach ein schöneres Spiel haben. Ein schönes, einfaches, schönes Spiel. So. Allein zum Beispiel die Story oder so, ja? Also bei Forest hat es ja echt ewig gedauert, bis man da irgendwie mal eine vernünftige Story, obwohl die noch nicht mal richtig erklärt ist, die Story. Muss man noch dazu sagen. Bei The Forest. So, aber ich glaube die Story von The Forest, die spoilere ich euch erst in der nächsten Folge. Die Sache ist nämlich, dass wir gleich schon wieder bei 30 Minuten sind. Und was mache ich denn hier drin? Hä? Dass wir schon wieder bei 30 Minuten sind und ich wollte heute eigentlich mit euch einfach nur den Herbst beenden. So, wir müssen kochen. Wir müssen einmal Marmelade kochen und dann müssen wir noch was Leckeres zu essen kochen für unsere liebste Elise. Ich werde mir nämlich Elise auch so. Ich finde Elise nämlich unglaublich süß. So, erstmal Marmelade, so. So. Bing. Wir können ja irgendwas mit kochen, mit Butter oder so machen, mit Ei und so. Da, Legendary Fried Egg. Supreme Fried Egg. Ultimate Egg. Great Fried Egg. Fried Egg. Heute hole ich hier alles raus. Legendary Boiled Egg. Ja gut, das hat sich ja jetzt gerade gelegt. Können wir Legendary Cheese machen? Nein, wir können kein Legendary Cheese machen. Supreme Cheese? Oh, Supreme Cheese. Great Cheese geht auch nicht. Wie sieht es denn mit der Legendary Butter aus? Legendary Butter. Hört sich so geil an. Give me the Legendary Butter. Nö. So. 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 Bing, bing, bing. Dam, dam, dam. So, wir werden jetzt auch nur das Geschenk abgeben, den Rest verkaufen. Und dann werden wir schon früh schlafen gehen heute. Obwohl, ich werde noch ein bisschen angeln, also wir machen uns zwar gleich auf mit der Folge, aber ich werde noch ein bisschen angeln, so. Dann ist der Tag nicht komplett verhunzt. So, erstmal geben wir das geschenkt. Und zwar kriegst du ein Fried Egg. Bitteschön. Oh ja, heute ist ja das Herbstfestival. Oh ja, danke dir für das wunderschöne Geschenk. Ich glaube, ich gebe wohl jedem mal so ein Ei. So, ich ball die Fried Eggs mal und gebe das jedem. So, dein Essen. Erstmal die Marmelade. Die Marmelade. So.
Dann das Great Fried Egg. Dann das Ultimate Fried Egg. Dann das Supreme Fried Egg. Dann das Legendary Fried Egg. Ja, das Fried Egg behalten wir ja. Alter, wir haben 236.000 Gold. Was soll ich damit machen? So. Wir wollen ja jetzt all unseren Liebsten ein Fried Egg geben. So, Leute, ich würde mal sagen, das kann ich auch offscreen machen. Das mit dem Fried Egg. Also ich werde jetzt jedem unserer Herzensdamen ein frittiertes Fried Egg, ein gebratenes Spiegelei schenken. Werde danach angeln gehen. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im Winter wieder. Dann wird Winter. Ich bin gespannt, was dann passiert. Und auch gespannt, ob wir die Pflanzen anpflanzen können, oder die Blumen. Weil wir müssen bestimmte Blumen ja noch haben. Wegen der Quest da, deswegen unserer Hauptaufgaben. Jedenfalls, Leute, wäre es nett, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt natürlich auch an den roten Knopf der legendären Farmgöttin. So, das Fried Egg. Hold. Bitteschön. Ja, yeah. Danke dir. Ja, das ist cool. Ja, und es ist voll cool, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.